Gerne ein. Und nun beobachten wir den mutigen koreanischen Athleten Kim Tzu, wie er zu einem fantastischen Schlusssalto ansetzt, der allerdings mit einem komplizierten Knöchelbruch endete. Autsch! Aber jetzt schalten wir erstmal um zum Boxen. Bitte, 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 bitte. Der Amerikaner Dredrick Tatum feiert einen triumphalen Triumph über seinen ihm unterlegenen Kollegen. Das erinnert mich an den Sieg Alexanders von Mazedonien bei Granicus und Isis. USA! 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 Ah, Luis, ich könnte dich küssen! Sie hat die Reflexe einer jungen Mary Lou Retton. Hier hast du einen Wigwam-Pop. Krieg ich auch so einen Lutscher? Oh, es tut mir furchtbar leid, Bart, aber das war der letzte. Doch ich habe etwas viel Besseres für dich. Eine kleine Rötelimpfung. Ich will das Baby halten. Ich will das Baby halten. Tut mir leid, Bart, dazu bist du zu klein. Hier, Bart, du kannst mein Bier halten. Homer! Was ist? Gute Nacht, Süße. Hallo, Lisa. Lisa, dein Fläschchen ist da. Wer ist jetzt hübscher? Sie hat angefangen. Dieser dumme Postbote, mich zu verpetzen. Heidi Ho Simpson, Ihr Sohn hat Sie uns durch die Katzentür geschoben. Da wir Ihnen Ihre Zweitgeburt zurückgeben, könnten Sie doch vielleicht mal dran denken, uns unseren Fernsehtisch zurück... Bart, ab mit dir in die Ecke und da bleibst du. Gut so. Es war schön, als ich mit Mom und Homer noch allein war. Du hast alles kaputt gemacht. Ich hau ab. Leb wohl. Bart. Was hast du gesagt? Bart. Heiliger Maisbrei, du kannst sprechen. Mom, Dad, sie kann sprechen. Sag's nochmal, Lisa. Bart. Bart, 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 Bart. Ich bin ihr erstes Wort. Das überrascht mich gar nicht. Lisa ist total verrückt nach dir. Sie glaubt, dass du den Mond aufgehängt hast. Wow. Lisa, kannst du auch Mami sagen? Mami. Und wie ist es mit David Hasselhoff? David Hasselhoff. Na, sag doch mal, Daddy. Nein, mein Schatz, Daddy. Oma. Nein. Ich hab da gesessen. Es steht nicht dein Name drauf. Oh doch, sieh nur. Du sollst nicht auf den Teppichboden schreiben. Edge, Mama hat dich angeschrien. Hat sie nicht. Hat sie ja, doch. Ricky, sobald Kinder ein Wort reden können, fangen sie an, Widerworte zu geben. Hoffentlich sprichst du nie ein Wort.